Gehen oder nicht gehen? Das ist hier die Frage, die sich gerade die Fußgänger am S-Bahnhof Erkner beim Überqueren der Straße zum Busbahnhof stellen. Kein Ampelmännchen kommt zur Hilfe und es hat schon etwas von Wagemut, die Straße zu passieren. In der letzten Woche ging hier bei einem Unfall die Ampelanlage zu Bruch. Unter anderem muss nun der Ampelmast erneuert werden. Laut Landesbetrieb Straßenwesen kann das noch dauern. Nach Ostern soll erst einmal als Provisorium eine mobile Ampel aufgestellt werden, um den Verkehr zu regeln. Bis dahin heißt es Geduld und gut Glück.